Hallo und herzlich willkommen hier in der Interview-Ecke. Wir sind auf dem Future of Festivals in der Arena Berlin. Und ja, bei den Talks ist jetzt gerade Pause. Wir wollen aber gerne noch weiterreden. Deshalb haben wir hier zwei Interviewgäste, nämlich von der Jugendredaktion von Alex. Schön, dass ihr hier seid. Sagt doch gerne mal, wer ihr seid. Ich bin Federico, 15 Jahre und ich mache gerade mein Schülerpraktikum. Ja, ich bin Anja, ich bin auch 15 Jahre alt und ich mache auch mein Schülerpraktikum hier. Erzähl doch mal, was ist Digger denn genau? Ja, das ist die Jugendredaktion vom Sender Alex, ja, also Alex Berlin. Und ja, also wir gehen halt in Orte, wir machen halt so YouTube-Videos, Insta-Videos, so eine Sache halt. Ja. Und was habt ihr jetzt für das Future of Festivals geplant? Ihr seid ja hier unterwegs und redet mit Leuten. Habt ihr irgendwelche coolen Interviews geplant oder was habt ihr schon gemacht? Ja, also wir gucken halt ein bisschen so hinter die Kulissen von Alex TV, also vom Team. Interviewen hier auch ein paar Leute und ja, und gucken uns hier ein bisschen um. Ja, und gucken uns die Ideen an, die Leute hier haben und so. Und was findet ihr so cool an diesem Job oder ja, an dem Berufsfeld? Also warum habt ihr euch für ein Praktikum gemeldet? Also auf jeden Fall ich. Ich finde es halt cool so, dass man hier sehr, sehr viel Freiraum hat. Also man kann sehr viel machen. Auch wir schneiden ja auch selber und so. Wir waren jetzt auch schon bei einem Filmfestival. Und ja, also dass man auf jeden Fall sehr, sehr viel Freiraum hat und auch sehr viele Möglichkeiten hat, was zu machen. Also, ja. Und was ist dein Highlight? Also ich kann mich Ihnen anschließen. Ich interessiere mich auch für Radio. Aber vor allem bin ich hier raufgekommen über einen Freund, also, ja. Und auf welchem Filmfestival wart ihr schon unterwegs und was habt ihr da so gemacht? Beim Cookie. Wir haben da, das ist das Kinder- und Jugend-Kurzfilmfestival. Und wir haben da Interviews geführt, haben uns die Filme angeguckt und haben die Regisseure halt interviewt. Habt ihr da eine Radiosendung geplant oder einen TV-Beitrag oder habt ihr auf dem Blog geschrieben? Nee, wir haben ein YouTube-Video dazu gemacht. Also wir haben das geschnitten und das kommt wahrscheinlich die nächsten Tage raus. Ja. Könntet ihr euch denn jetzt, also nach eurer kurzen Praktikumszeit, aber könntet ihr euch vorstellen, das auch wirklich mal als Beruf zu machen? Ich persönlich eigentlich glaube ich nicht, aber ja. Warum nicht? Also ich interessiere mich eher mehr so für Astronomie und Arzt. Also ich möchte, mein Traumberuf ist Chirurgie oder Astronomie. Aber was macht dir so am meisten Spaß von den ganzen Mediensachen, die man so bei Alex machen kann? Also Radio, Fernsehen, Film, Schneiden? Also bei mir persönlich ist es Schneiden. Also ich interessiere mich sehr für Schneiden. Ich mag Schneiden, ja. Alles okay. Klar, okay, dann auf jeden Fall cool, dass ihr hier wart und ein bisschen was erzählt habt. Ich hoffe, ihr habt noch ganz, ganz viel Spaß bei euch im Praktikum und natürlich auch hier.